So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich bin schon wieder total im Arsch, denn es ist schon 16 Uhr. Bin jetzt erst heimgekommen, wollte eigentlich die Raid am Mittwoch Folge drehen. Aber vergesst mal Raid am Mittwoch, denn ich habe jetzt genau 2 Stunden Zeit. Dann ist schon wieder die legendäre Raid-Stunde. Da wollen wir auch wieder Rayquaza mitnehmen. Und jetzt ist die Spezialforschung mit Jirachi schon am Start. Deswegen wollen wir jetzt mal da reingucken. Das Kapitel 1 von Jirachi machen, vielleicht nachher noch die Raid am Mittwoch-Folge drehen, ob die heute noch kommen, weiß ich nicht. Und dann noch die Raid-Stunde machen und das muss ich alles jetzt in den 2 Stunden schnell über die Bühne kriegen. Wir gucken jetzt aber mal auf die Forschung, was da passiert ist, was diesmal ansteht. Eigentlich habe ich ja schon einen Jirachi und dann habe ich schon ein zweites Jirachi, wenn man so nimmt, beziehungsweise die Bonbons bekommen. Diesmal also das dritte Mal die Jirachi-Forschung, wo es sicherlich wieder Bonbons am Ende gibt, anstatt das Pokémon. Wir drücken jetzt einfach mal die Sätze durch, das könnt ihr euch selber alles in Ruhe durchlesen. Ein tausendjähriger Schlaf, Teil 1 von 7. Und ihr seht schon, fange 25 Pokémon, gibt 1000 Erfahrungspunkte, drehe 10 Pokestops oder Arenen, schließe 3 neue Freundschaften und es gibt sogar die 3 neuen Lokmodule als Belohnung. Das ist richtig cool. Wer bis jetzt noch nichts gemacht hat, kann da also jetzt mal absahen und die Entwicklungen durchführen. Zu den 3 Modulen werde ich auch noch ein Testvideo machen. Jeweils eins für Gletscher, eins für Moos, eins für Magnet. Und wir fangen mal kurz an mit den 3 Freundschaften. Da habe ich nämlich heute schon ein bisschen Platz gemacht. Ihr seht schon wieder 128 Anfragen. Und wir nehmen einfach mal die 3 ersten an, die hier stehen. Hirnecoke, Dominik, Marut, GR und Thunfrosch. Die 3 nehmen wir jetzt an, weil das die letzten waren, die hier waren. Komischerweise hat es nur 2 gezählt. Wir gehen mal zurück, gucken nochmal drauf. Nee, das ist fertig und wir gucken gleich auf die Belohnung, was da drin ist. Ein Barschwar, wie ich schon gehört habe, gab es auch Leute, die einen Shiny Barschwar bekommen haben aus der Aufgabe. Das ist natürlich richtig genial. Das werden wir jetzt erstmal eintüten. 1, 2, 3. Und das ist gut, das zählt nämlich auch gleich für die Fange 5 Pokémon dazu, die noch ausstehen. Werden wir auch mal bewerten. Jo, alle werden auf 12, sieht gut aus, in der Nähe von Hildburghausen. Jetzt drehen wir mal hier einen Stop. Zack, und den nächsten Stop drehen wir auch gleich noch. Zack. Jetzt haben wir 6 von 10, laufen noch ein bisschen rum, drehen die restlichen noch, fangen noch ein paar Pokémon ein, wie ihr hier seht. Das Blutzo können wir noch fix mitnehmen und das Natu nehmen wir natürlich auch noch hinterher. Mit einer Hand ist das immer richtig genial. 1, 2, 3 und da bleibt es drin. Wir sind nämlich total außer Puste, rennen hier rum, 22 von 25. Komm, das Nado tüt man noch ein. Dann laufen wir mal hier die Gasse hoch Richtung Strich, dann müssten die Stops eigentlich auch schon voll sein. Bis dahin sind nämlich einige, am Strich sind nochmal 3 Stück auf einem Haufen, da sitzen bestimmt auch noch ein paar Pokémon rum. Wenn nicht nochmal eine Runde hier über den Markt drehen, dann müsste das auch klappen. Nein, das Nado ist geflüchtet. Aber egal, wir laufen mal ein Stück und sehen uns dann wieder. Da war gerade noch ein Rocket Stop, habe ich gedacht, okay, den nehmen wir noch mit, können wir das Krypto fangen. Leider gerade beim Drehen ist er dann weggegangen, ist also keiner mehr gewesen. Was machen die denn da schon wieder? Hier vorne war mal ein Parkplatz, jetzt tun die schon wieder das ganze Gelände aufschrubben. 2 Pokémon, brauchen wir also noch, nehmen wir mal das Wurmbel mit, leider kein Party-Wurmbel. Und dann drehen wir die letzten 3 Stops am Strich, da ist auch Lokmodul an. Da werden wir also sicherlich noch das 25. Pokémon bekommen. Und dann sind wir theoretisch auch schon fertig mit der ersten. Wir laufen einfach mal ein Stück hin und gucken mal, was so geht. So, jetzt stehen wir also kurz hier vor dem Museum. Das sehen wir, können wir hier drehen, 3 Stops. Das ist die 8, das ist die 9. Das ist die 10, da kommen auch fleißig die Eier entgegengeflogen. Drehe 10 Stops oder Arenen. Wir machen das 25. Pokémon einfach mit Belohnung, denn hier haben wir einen Pummeluff. Kann leider nicht shiny sein, müsste ja als Baby brüten, das Fluffeluff und dann entwickeln. Aber das werden wir auch mal bewerten, wenn wir es eingetütet haben. Rams ist ganz außer Puste, wie immer. So, 25 auch fertig. Ihr seht, das geht eigentlich fix, aber ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja, 14 Angriff, Nähe Hildburghausen, wunderbar.
Das nehmen wir mit, drücken hier noch drauf, holen noch die 1000 Erfahrungspunkte ab und natürlich jetzt die drei Module. Moos-Lokmodule halten, Gletscher-Lokmodule halten, Magnet-Lokmodule halten. Das ist richtig genial. Habt ihr die auch schon mal gemacht? Habt ihr die auch schon mal benutzt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war Kapitel 1 von 7. Wir melden uns zurück bei Kapitel 2 von 7. Das geht wieder fix am Anfang. Wir sind gespannt, was noch kommt. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.